Nach langer Pause, bedingt durch die aktuelle Corona-Pandemie, sind auch in den ersten 5 Monaten des Jahres alle Sonderfahrten ausgefallen, was uns Hobbyfilmer in einen tiefen Dornröschenschlaf versetzte. Mit einem Blick auf das Schwarzwaldtal zur Burg Hornberg stellen wir Hobbyfilmer uns am Bahnübergang beim Streckenkilometer 40 oberhalb von Gutach auf. Bis es jedoch soweit ist, genießen wir noch die schönen Schwarzwaldlandschaften mit ihren typischen Schwarzwaldbauernhäusern und ihren freilaufenden Kühen. Aber auch die modernen Windräder haben auf den Schwarzwaldhöhen schon vor längerer Zeit Einzug gehalten. Hier oben warten wir auf einen besonderen Zug, der heute auf der Schwarzwaldbahn fahren soll. Bevor es jedoch soweit ist, passiert erst noch der Regionalexpress von Hornberg kommend den Bahnübergang, um nach Hausach und weiter Richtung Offenburg zu fahren. Doch dann ist es soweit. Gezogen von der E94088, bekannt auch als deutsches Krokodil, wird heute von der IG3 Seenbahn der Metropa Speisewagen 1189, der nach 18 Jahren Standzeit vor der DB-Zentrale Personenverkehr in Frankfurt stand, über die Schwarzwaldbahn nach Schluchsee überführt. Im Unterhippensbach am Streckenkilometer 52 beim Bahnübergang hatten wir nochmal das Glück, die E94088 mit ihren 3 Wagen Sonderzug und 60 Tonnen am Haken aufzunehmen. Nach einem kurzen Betriebshalt in Triberg ging es dann über die Höhen der Schwarzwaldbahn nach St. Jorgen über Villingen und Donaueschingen weiter zum heutigen Endbahnhof Seebruck am Schluchsee. In Nussbach-Kreisbach wollen wir uns von unserem Sonderzug verabschieden.
Wir wünschen der IG3 Seenbahn viel Glück und Erfolg bei der Restaurierung und der Wiederinbetriebnahme des Mitropa-Speisewagens 1189 und freuen uns schon auf die ersten Einsätze auf der 3 Seenbahn. Bis bald, eure Eisenbahn-Nostalgie.